Hi. Keine Ahnung, warum ich jetzt einfach mal ein Video mache. Ich bin einfach scheiß glücklich. Und auch ein bisschen angetrunken. Ich trinke hier gerade so ein tolles Bier, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe eine ganze Kiste Bier geschenkt bekommen. Und nicht nur das, es ist so vieles passiert in der letzten Zeit. Andere Leute würden sagen, die mich kennen und so, die meine Situation kennen, ey, den Typ geht's echt scheiße dreckig. Und das ist alles andere als das. Das ist. Es sind so viele tolle Dinge passiert. So um die Weihnachtszeit rum und so. Das ist einfach unbeschreiblich. Das ist einfach geil, was wie die Menschlichkeit, die mir entgegenkommt. Da war zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mein. Ich war ja mit einem Van aus Lissabon war ich unterwegs. Der hatte keine Papiere. Aber der war günstig und das ist der einzige, den ich mir kaufen konnte. Und bin mit dem von Lissabon. Ich bin nochmal an die Algarve runtergefahren, aber dann nach Deutschland, über Schweiz, Österreich und so, also über mehrere Grenzen. Bin ich rübergekommen ohne Papiere. Wurde sogar dreimal von der Polizei angehalten und die haben es nicht geschnallt, dass ich eigentlich illegal unterwegs bin. Und egal. Dann habe ich ein neues Auto gefunden mit Papiere. Der steht jetzt übrigens hier, gleich nebenan. Der ist jetzt endlich hier, der wurde abgeschleppt heute und den habe ich heute sauber machen können. Der hat einen Schimmelbefall, weil es war feuchter. Der ist jetzt hier und steht hier in der Autowerkstatt. Und das könnt ihr euch gar nicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, was mir alles so Gutes passiert ist. Und ich will es auch gar nicht alles wiederholen, weil ich habe es alles schon mal irgendwo erzählt, auch auf einem anderen Video oder in Blogs oder. Ich will eigentlich nur meine Dankbarkeit kurz teilen und euch Mut machen, wenn es euch gerade jetzt nicht so gut geht, dass wenn ihr eurem Herzen folgt und nicht mehr eurem Verstand. Der Verstand ist ja nur programmiert. Ihr kommt zum Beispiel zur Schule, sollt da Dinge tun, die euch vorgeschrieben werden. Dann kommt ihr in die Lehre oder auf die Uni, da tut ihr auch Dinge, die euch vorgeschrieben werden. Dann kommt ihr ins Business, da werden euch Sachen vorgeschrieben. Das heißt, da sind andere Leute, die denken für euch. Und das ist total frustrierend. Ich habe mich da immer so gegen gewehrt. Autorität war zum Beispiel nie mein Ding. Ich habe da immer nur mir mein Teil gedacht und die nicht für voll genommen. Und aus gutem Grund. Wir haben die Möglichkeit, aus unserem Leben was ganz Tolles zu machen. Was ganz Tolles. Ich weiß ja nicht mal, wohin das führt, weil es ist einfach so geil, dieses Gefühl, dass wir alles erreichen können, was wir wollen. Alles. Wir können zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, welches Buch, ich habe schon viele geschrieben. Ich glaube, Post-Corona-Gesellschaft. Während ich das Buch geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, wenn wir etwas träumen können, also wenn wir einen Traum haben, ein Traum, den unser Verstand uns vielleicht einbringt, ne? Wir wollen das und das erreichen und wir können das träumen und in den Traum fühlen, dann können wir das auch in die Realität holen. Wenn wir es fühlen können, können wir es manifestieren. Und diese Erkenntnis habe ich drei Tage später oder zwei Tage später habe ich einen Traum gehabt. Der war so krass, der war so real. Stell dir vor,
Es weht Wind euch entgegen, so flach über das Land, euch entgegen. Und ihr breitet die Arme aus und könnt offen mal abheben und fliegen. Könnt ihr das vorstellen? Also ich kann es mir vorstellen, ich kann es fühlen, weil ich es erlebt habe in dem Traum. Und ich habe es nicht nur im Traum erlebt, ich bin Kitesurfer und ich habe, wenn das Kite oben ist und ich ziehe ein bisschen an der Bar, dann habe ich auch dieses Gefühl, dass ich abheben kann. Ne? Also ich kenne das Gefühl nicht nur aus dem Traum, sondern auch aus der Realität. So, jetzt habe ich aber diesen Traum gehabt, das war ohne Kite und ich kann so fliegen. Ich glaube, ich hatte sogar so eine Flügel hier, wie so ein Wingsuit. Na, ist ja egal. Also so ein bisschen Unterstützung hatte ich schon und ich kann fliegen. Und da ich das fühlen kann, weiß ich, dass ich es manifestieren kann. Was mich zu dem Punkt bringt, dass wir alle ein tolles Leben haben können, wenn wir das nur wollen. Wenn wir diese Chance erkennen, dass wir alles erreichen können, was auch immer wir wollen. Ich war vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, war ich noch in einem Auto. Habe ich in einem Auto gewohnt, in einem Ford Transit Connect. Der war nicht zugelassen, der hatte keinen TÜV. Der stand auf einem Parkplatz, wo die Polizei irgendwann ein Halteverbot abgestellt hat, wo alle Autos abgeschleppt wurden, das waren ungefähr 20 Autos, wo ich mich rechtzeitig retten konnte, weil ich die Lunte gerochen habe, habe mein Auto rüber gerettet auf die andere Straßenseite und wurde nicht abgeschleppt. Und war eigentlich illegal unterwegs und da kam ein Freund zu mir und sagt, du kannst doch hier nicht leben, das geht nicht. Das war zu der Zeit, war schon Frost und den ersten Frosttag habe ich gedacht, oh scheiße, ich brauche in dem Auto eine Heizung. Und dann habe ich die Heizung bestellt und zu meinem Freund schicken lassen, über Amazon bestellt und zu ihm schicken lassen, so eine Heizung und ein paar Gaskartuschen. Und dann war er da und sagt, du kannst hier nicht leben, das Ding ist ja feucht, das Auto. Und es fing an zu schimmeln, hat er gesehen. Und dann wollte er mir unbedingt eine Wohnung besorgen. Und ich sag, ja, Wohnung wäre schon geil. Und dann war ich kurz davor, eine Wohnung zu kriegen, sage ich, nee, ich will keine Wohnung. Weil wenn ich eine Wohnung habe, habe ich einen Briefkasten. Und dann kommen wieder diese scheiß Briefe. Binnenbriefe, so, wenn sie nicht binnen 20 Tagen das und das zahlen, wisst schon. Wollte ich nicht. Hätte ich echt keinen Bock drauf. Aber, ich habe mich dann irgendwann selbst umgesetzt, habe eine Meditation für eine Manifestation gehört, um mir eine Wohnung oder einen Wohnraum zu manifestieren. Und jetzt bin ich hier. Ich habe das manifestiert. Es ist da. Und nicht nur das, es ist nicht nur eine Wohnung, wo es warm ist, wo ich Strom habe, wo ich WLAN habe, wo ich meine Videos produzieren kann, wo ich meine Software schreiben kann und so weiter und so fort, meine Bücher schreiben kann. Ich habe sogar Zugang zu einer Autowerkstatt, wo ich mein Auto heil machen kann. Das haben wir heute hergeholt, das hat ein Abschlepper hergeholt, habe ich nur ein paar Euro gekostet und ich kann den hier in der Werkstatt heil machen. Und den umbauen zu einem Wohnmobil und so weiter. Krass, echt krass. Und ich bin gerade so in der Liebe und in der... Scheiße, es läuft hier im Hintergrund gerade Werbung, das muss ich mal wegklicken. Ich bin so in der Liebe und in dieser Hoffnung. Obwohl wir gerade in der Pandemie sind, aber gerade deshalb bin ich in der Hoffnung, dass die Leute irgendwann alle aufwachen. Ich habe vorhin gerade ein Buch angefangen zu lesen von dem Dr. Wodak. Und ich habe nur das Vorwort gelesen und ich war geflasht. Da habe ich gedacht, oh scheiße, geil. Ein Arzt, der sich mal zu der Situation äußert. Total, total toll.
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, also nur das Vorwort gelesen und ich war, wow, ja. Ja, der zeigt uns auf, in was für einer Situation wir stecken. Dass wir gar keine Angst haben müssen vor dem Virus, sondern Angst haben müssen vor der verfickten Regierung, die uns ja in eine Situation treibt, wo wir sagen, wir brauchen sie nicht mehr. Sagen wir es mal so, um es uns harmlos auszudrücken. Ja. Lasst uns Communities gründen, selber Obst und Gemüse anbauen, Musik machen wie Corey Taylor hier, die ich im Hintergrund höre oder auf dem Video hier sehe, während ich das Video ausspreche. Lasst uns rausgehen, lasst uns die Städte verlassen, lasst uns neue Gesellschaften, Gemeinschaften gründen, wo wir keine Steuern mehr zahlen müssen, wo wir nicht irgendwelche Psychopathen das Geld in den Rachen werfen, dass die, ich weiß nicht, was die alles noch vorhaben. Will ich auch gar nicht wissen. Lass uns einfach einen anderen Weg gehen. Lass uns dem keinen Fokus mehr geben, sondern das Herz öffnen und alles in Liebe tun. Und dann haben wir wieder ein tolles Leben, einen tollen Planeten und Liebe. Aho. Ciao.